Am 24. Juni war es wieder soweit. Im neuen, schicken Stadthafen von Senftenberg wurde die europäische Jugendolympiade MOVE eröffnet. Als Gastgeber trat als erster der Senftenberger Bürgermeister Andreas Friedrich vor die Jugendlichen und auch der Landrat des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, Sigurd Heinze, begrüßte die Gäste. In der Stadt Senftenberg, mitten im Lausitzer Seenland. Ich freue mich sehr, dass die europäische Jugendolympiade für interkulturelle Offenheit, Toleranz und Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt neben Laufhammer heute in Senftenberg stattfindet. Und ich freue mich, für Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gastgeber zu sein. Herzlich willkommen. Gut motiviert sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nicht nur aus den Ländern, die hier bereits begrüßt worden sind. Natürlich, Sie stehen an erster Stelle und sind ja auch unsere Gäste, sondern eben auch hier aus der Region und dahingehend eben aus den beiden Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Ich bin sehr dankbar, dass mein Kollege Jaschinski auch seinen Dezernenten... Eine europäische Jugendolympiade zu den Berufschancen junger Menschen, diese Idee begeistert auch den Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg, Günter Baske. Das Motto der Olympiade der Neuzeit von Pierre de Coubertin geschaffen, heißt, mal kurz übersetzt, dabei sein ist alles. Aber der Satz im Original geht noch ein Stück weiter. Er hat dann nämlich gesagt, es geht nicht nur darum, alle anderen zu besiegen, sondern es geht auch darum, dass jeder sein Bestes gibt. Und genau darum muss es auch in solcher Olympiade gehen, wenn wir hier im europäischen Austausch sind. Wir sollten als Deutsche nicht damit prahlen, dass wir hier eine Jugendarbeitslosigkeit von 7,5% haben, wenn wir gleich wohl wissen, dass es in anderen Ländern eine Jugendarbeitslosigkeit von 60, 50 und 40% gibt. Der europäische Durchschnitt liegt bei 23,5% Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen. Nein, wir sollten diese Gelegenheit nutzen, miteinander zu kommunizieren, was macht ihr, wo, wie toll, und voneinander lernen, was die anderen besser können als wir. Und da gibt es eine ganze Menge, auch in Spanien, auch in Italien, auch in Griechenland, sich abzuschauen. Und auf diesen Weg sollten wir uns machen. Und genau dazu muss eine solche Olympiade auch genutzt werden. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförder- und Qualifizierungsgesellschaft WEGWAR, Dr. Bernd Rehan, machte in seiner Begrüßung deutlich, worum es in dieser Woche des Austausches gehen wird. Arbeiten. Ausbildung, Arbeiten und Leben in einem fremden Land. So lautet das Motto, zu dem sich die Auszubildenden im Verlauf der letzten Wochen Gedanken gemacht haben und kreative Beiträge entwickelt haben. 80 Jugendliche aus 19 Unternehmen und Einrichtungen, davon 9 aus Deutschland, haben Beiträge eingereicht. Das ist Teilnahmerekord. Traditionell begleitete das Walhalla-Orchester die Delegationen bei der Vorstellung des Teams während der Eröffnung. I hope we get new friends here and hello! Schließlich warteten die Gäste und Teilnehmer auf das olympische Feuer. Passend zum neuen Hafen wurde es von WEGWAR-Auszubildenden Patrick Reisbach mit dem Ruderkutter des Seesportvereins Senftenberg in den Hafen gebracht. Auch in diesem Jahr ließe sich der Ideengeber und Schirmherr der Olympiade, Sokrates Giapapas, nicht nehmen, das olympische Feuer selbst zu entzünden. Am zweiten Tag im olympischen Dorf war auf den Iberterrassen in Großräschen der Jugendkongress vorbereitet. Dabei haben sich die Jugendlichen ganz intensiv mit den Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt auseinandergesetzt. Schließlich sollten die Teilnehmer auch die Vor- und Nachteile des Arbeitens im Ausland analysieren. Spannend wurde es für die Teilnehmer bei den Betriebsbesuchen. Schließlich lernten dabei die Jugendlichen die Berufsausbildung und die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der ASS Automobilservice GmbH Senftenberg oder der Zeblin Stahlbau GmbH im Senftenberger Ortsteil Hosena kennen. Beim Kreativtag setzten sich alle noch einmal mit dem Namen der Olympiade und dem Anliegen auseinander. Ob der T-Shirt-Aufdruck, das Foto für ein Großplakat oder die Unterschrift auf der Erinnerungsparkbank, geboten wurde viel und dabei hatten die Teilnehmer richtig Spaß. Schließlich der Tag der Entscheidungen.
Der Wettbewerb zum Thema Ausbildung, Arbeiten und Leben in einem fremden Land stand auf dem Programm. Beim Abschlussabend der wohl berühmteste Tanz der Lausitz, die Annemarie Polka, inzwischen eine Tradition der Olympiade. Beim Feuerwerk hatten alle nur einen Wunsch. Möge es auch im nächsten Jahr eine neue Auflage der Europäischen Jugendolympiade MOVE geben.